Was bietet denn die Handschuhwelt hier alles an? Hallo, hallo, Kumpelblase oder Bernhard Blase? Was hat er denn hier? Merry-go-round. Aha, ein ja, Karussell, würde ich mal sagen, ganz eiskalt. Ja, gucken wir mal, ob es auch geht. Aber ich glaube eher, ist mehr Deko. Naja. Handschuhwelt, du enttäuscht ein bisschen, du enttäuscht. Nicht, dass hier nicht alles funktioniert. Naja. Gucken wir mal, hier haben wir Autoscooter. Das ist doch was für dich, SpongeBob. Du fährst so gerne Autos. Ist ja auch gleich drin. Oh. Wir müssen doch ein paar KIs fahren, sage ich mal einfach mal, ne? Yeah! Ja, guck mal, wir können das Boot entführen. Wir können es entführen. Hier so muss es sein. So, damit fahren wir jetzt zur Mission, würde ich sagen. Guck mal, Riesenrad. Sie mitten. Oh, warte mal, sie mitten. Kennt ihr das aus der Folge, Alter, wo die sich nicht getraut haben bei der großen Achterbahn? Und da war hier diese Kinderbahn. Probieren wir die mal aus. Ah, jetzt geht's los. Wow. Haltet euch fest. Da kommt es. Da kommt's. Hui. Hui. Spannung pur. Das ist so eine gefährliche Achterbahn. Da muss man sich auch anschnallen. Pass auf. Da kommt der Höhepunkt. Hui. Egal. Geht's weiter zu Patrick. Komm, SpongeBob. So, ich habe meinen Busführerschein. Da sind wir schon. Am Ziel angekommen. Was haben wir hier? Bauarbeiter. Kann er auch reden, der Bauarbeiter? Nee. Ja, dann, Patrick, schieß mal los. Du hast es geschafft. Du wirst es nicht glauben, aber der Bauarbeiter lässt mich nicht rein. Er hält mich von meinen Träumen fern. Vielleicht kannst du mit ihm sprechen. Ja, klar. Ja, gerade eben wollte er nicht mit mir sprechen. Jetzt will er mit mir sprechen. Oh ja, Tatsache. Du wirst also helfen, die Achterbahn zu reparieren. Nun, du kannst, was? Nun hast du Bauerfahrung, was? Ich würde mal sagen, ja, so ein bisschen Bauerfahrung haben wir schon. Erdhaus? Ja, Erdhaus ist gut. Da freut er sich, da lacht er. Erde? Wahnsinn. Offensichtlich bist du ein Profi, okay. Das kann ich für dich nicht, was? Okay, das kann ich für dich tun. Ja, schön. So, was haben wir hier? Wenn du alle 5 Stützen zu Ende baust, dann sollten wir den Rest was fertig bekommen. Und du kannst die erste Probefahrt machen. Einverstanden? Ja, umsonst fahren immer gern. Ui! Die Achterbahn, die brennende Faust des Schmerzes. Okay, da sehen wir unsere Ziele. Die müssen wir also reparieren. Ja, ob wir das hinbekommen. Oh weia. Okay. Gut, SpongeBob und Patrick. Ihr müsst mitmachen. Also alleine bauen, ne? Das wäre nichts. Guck mal, hier haben wir hier. Was haben wir hier? Einen Kran und da ist eine Kiste. Was hat denn die Kiste für uns? Stahlblöcke. Und was haben wir hier noch? Stahlträger und weiße Stahlträger. Okay. Damit lässt sich doch bestimmt was machen. Guck mal, da hinten ist auch noch eine Kiste. Seht ihr die? So ganz versteckt. Was ist hier, ein Kaugummi? Also wirklich. Hier. Ich brauche Baumaterial. Auf geht's. So, erste Baustelle. Der will noch mit uns reden hier. Ein Ingenieur. Oh, was gibt der mir? Ein Hammer. Soll ich dir damit eins überziehen? Was? Achso, ich soll erst bauen. Ja. Müssen wir das so machen, wie es hier ist, oder was? Was haben wir denn hier? So, und dann weiß, okay. Survival bauen, das ist schon Jahre her. Muss ich ehrlich sagen, Freunde. Schau, guck mal, ich war schon Mist. Warte, treffen muss gelehrt sein. Können wir das, ah, guck mal, damit können wir abbauen. Warte, das ist auch weg. SpongeBob, Patrick, mir ging der Zaun aus. Oh, danke schön. Die helfen mir. Guck mal. Ja, her damit. Immer her damit. Guck dir das an. Wie schön sieht das denn aus? So, Ingenieur Nummer 1. Er scannt. Und? Oh, sieht das nicht schön aus? Bis auf die Erde, aber okay. Wenn das reicht. Oh, ihr habt wieder was für mich, Jungs. Ihr seid doch die... Oh, danke schön. So, der Nächste. Wer will jetzt? Hier.
Das ist die Nummer 3. Naja, Nummer 3 können wir jetzt auch mal zuerst machen. Ne? Krieg ich auch noch was? Nee. Erst bauen. Was haben wir hier? Wieder das gleiche. Ja, SpongeBob, ich sehe, du hast Baumaterial für mich. Ich muss es aber auch nur treffen können. Du Baumeister. Scan mal. Ach, das sieht so chill aus. Die sind so brav. Guck mal, die bauen und bauen hier mit. Naja. Material geben, das ist auch eine Aufgabe. Muss auch irgendeiner machen. Das ist ja der Wahnsinn. Wird sogar abgenommen hier. So. Guck mal, wir sind voll die guten Bauer. Wir gehen erstmal zu Nummer 5. Hallo Nummer 5. Hast du irgendwas Schwieriges für uns? Aber das ist ja genau der gleiche Abschnitt. So eine solide Stahlmauer. Scan mal bitte ab. Es ist auch okay, wenn ich einfach so eine Stahlmauer baue, anstatt das so zu machen, wie ihr das baut. Ja, okay. Schön zu wissen. Oh, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Hier damit. Den letzten Abschnitt, den machen wir wieder ordentlich. Wir sind doch Profis. Und da erzählt immer eine, bauen ist so schwer in Minecraft. Guckt euch das mal an, wie schnell wir hier so eine Achterbahn bauen. Das ist ja der Wahnsinn. So. Baumeister, ich bin wieder fertig. Einmal scannen. Sehr schön. So, Patrick, fertig. Fahre mit der Achterbahn. Bin ich der Einzige? Kein Anstehen? Boah. So was nenne ich Luxus. So, ich will mit der Achterbahn fahren. Wann geht's denn los? Hallo? Hallo? Achso, ich glaube, hier muss ich lang. Falscher Eingang. Ah, hier, guck. Ach, guck mal, Patrick und SpongeBob, die warten schon auf uns. Na ja, denn? Wollen wir mal. Alter, was ist das für eine Musik im Hintergrund? Achterbahn! Hui! Handschuhwelt, hui! Patrick hängt da irgendwie fest, der ist glaube ich zu dick. Komm SpongeBob, dich kriegen wir! Du hängst mich nicht ab! Geht ab! Geht ab! Hui! Und Endstation! Blub! Geh und sprich mit Patrick. Ja, wo ist er denn? Ich sag, der hockt da noch oben auf der Achterbahn. Da, da, seht ihr ihn? Da hinten? Schon am Start hat er sich festgefahren. Ey, das ist da was. Patrick, was machst du da? Patrick! Patrick! Ich gucken Kinder zu! Was machst du da? Okay, verstehe ich nicht. Was? Was ist los mit dir, Patrick? Patrick! 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 Ich hab Patrick kaputt gemacht. SpongeBob ist auch weg. Alles weg. Hab ich das Spiel kaputt gemacht? Ist schon vorbei? Hallo? Ich bin gefangen. Hallo? SpongeBob nicht mal hier. Keiner mehr hier. Dann spiel ich Musik oder was? So. Wir müssen ein bisschen schummeln. Ich muss Patrick suchen. Patrick. Warte mal, Spawnex. So, wir haben Patrick gespawnt. Guti, so. Jetzt gehen wir wieder in Überleben. Abenteuer. So. Ich hab's kaputt gemacht, das geht nicht. Also, tut mir leid, ey, Patrick, das geht nicht. Die Mission mit Patrick ist kaputt. Selbst im Creative, wenn wir das einstellen. Das oh, Feier. Na ja, gut, dann gehen wir kurz Creative. So. Leb wohl, Patrick. Das geht leider nicht. Wer weiß warum. Muss ich das ganze Spiel jetzt löschen und neu hochladen? Oder. Nee, es geht nicht. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Wir können hingehen, wo wir wollen. Es geht nicht. Ach, leck mich. Ach, Mensch. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Das gibt's nicht. Oh, Mann. Es geht nicht. Ich kann holen. Ich muss das Spiel neu starten. Verflixt.
Ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Aber jetzt mal ganz ohne Witz. Ich habe die Welt jetzt gelöscht. Ich habe es nochmal neu gestartet. Ich habe alle Missionen nochmal gespielt, die wir jetzt hatten. Und am Ende, Patrick, an der gleichen Stelle hängt er wieder fest und wackelt hier noch rum. Habt ihr das auch bei der Welt? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt nochmal ein drittes Mal starten. Und Patrick können wir leider nicht zu Ende spielen, weil die Mission wohl irgendwie verbuggt ist. So, ich habe jetzt einfach mal zum dritten Mal gestartet. Aua, was willst du von mir, Quali? Quali? Ah ja, wir müssen die Aufgaben wieder alle wiederholen. So, ich habe jetzt einfach mal, neu gestartet. Jetzt müsste ich theoretisch Thaddäus neu machen und Patrick, aber Patrick hängt. Die Mission funktioniert nicht. Müssen wir aussetzen. Wir gehen jetzt erstmal zur großen Krabbe, würde ich sagen, und essen erstmal was auf den Schrecken. Na, da haben wir uns jetzt verdient. Einen schönen Krabbenburger. SpongeBob, du machst uns dann was Feines, oder? Ja, ne? Irgendwas Feines machst du. Guck mal, da hinten ist auch Mr. Krabs. Und Planktons Frau steht da drüben, aber wir gehen erstmal in die große Krabbe rein. Auf den Schrecken brauche ich erstmal was zu essen. Hey, Mr. Krabs. SpongeBob, Minion. Ich bin froh, dass du hier bist. Und du hast zusätzliche Arbeitskräfte mitgebracht. Ich meine, ein Freund, großartig. Busse voller Kunden sind auf dem Weg zur großen Krabbe. Ich brauche so viel Unterstützung wie möglich, um ihnen einen Krabbenburger zu servieren. Hier, komm du ins Spiel. Benenne die Kunden und sammle ihr Geld. Lass bloß nicht zu, dass sie das Restaurant und meine Kasse zerstören. Überlebe, solange du kannst. Meinst du kannst mir helfen, damit ich den besten Tag aller Zeiten erleben kann? Ja, wir arbeiten wieder mal für Mr. Krabs, damit er gut Kohle macht und wir uns dahin abarbeiten. Na klar, sicher, machen wir. Guck mal, er geht in sein Büro. SpongeBob hat sein Fun, wenn er. Und ein Bus voller Sardinen kommt. Das ist doch die allererste Folge. Hier. Guck mal. Wie werfe ich denn damit was? Verdammt! Wie mache ich das? Hier! Nimm die Tabletts! Meine Güte! Hier! Muss ich da was hinstellen? Achso, ich kann da was hinstellen! Ah, guck mal! Die Tische voller Burger! Jetzt haben wir 42 Dollar! Ey, wir haben noch viel mehr Burger ausgegeben! Wie teuer sind die denn? Kann das einer oben entziffern? Ich kann es nicht lesen! Haben wir schon Black Friday oder was? Guck mal, wie die da einstürmen! Ihr kommt nicht rein. Nee, bleibt draußen. Was passiert, wenn wir gar nichts machen? Thaddäus, halt dich fest im Boot. Wir machen nichts. Schlussverkauf. Lafon im Wender platzieren. Achso. Ach, die kann man platzieren, die Dinger. Ja, wer lesen kann, ne? Ein Fallenwender. La, fangen wir noch. Feuer frei. Die sind so aggressiv, die plündern die Kasse. Die verfressen, guck mal, wie der verfressen ist. Zack, noch ein. Und noch ein. Hier, ich fühle dir nach. Mein Bester. Wir sind schon bei 600 Dollar. Und ich komme immer noch. Und guck mal, wie schnell der Tisch leer ist. Zack, wieder voll machen. Hier können wir auch gleich wieder nachfüllen. Oh, die haben alle schon leer. Guck mal, hier voll, da voll. Alter, ich komm schon. Hier hoch. Der ist gleich leer. Der ist schon leer. Oh Gott. Oh Gott, wie viele hier sind. Hier. Hier, ich bewerfe euch alle mit Burgern. Hier. Essenschlacht. Alter, was wollt ihr von der Kasse? Ja, 50% Gesundheit. Ich kann nicht mehr. Das hört auf. So viele Burger gibt es nicht mehr. Das wären so viele. Oh Feuer. Das war's. Die Kasse ist hinüber. Neuer Highscore. 808 Dollar. Oh, Mr. Krabs. Das hat sich ja gelohnt. Nee, damit kannst du zu Hause fahren. Können wir da ein bisschen was abkriegen von Mr. Krabs? Hey, Burschen. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich kann hier der großen Krabbe immer mehr Hilfe gebrauchen. Möchtest du mir wieder helfen? Du hast ja gerade eben Geld gemacht, Mr. Krabs. Das kannst du erstmal sich aufbewahren. Tja, wie gesagt, 808 Dollar haben wir diese Runde verdient. Nächste Runde geht's ab zum Abfalleimer.
Ich hoffe, das lädt alles ganz vernünftig. So, Mr. Krabs, hast du heute was zum Abschluss der Folge noch zu sagen, außer dass du dein Geld zählen willst? Ne, das gleiche nur? Ja gut, Leute, dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge wieder. Und zwar geht's dann zum Abfalleimer. SpongeBob, willst du noch was sagen? Nee? Naja, dann guck mal fleißig in die Kamera.